Ja, liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Jan Eckhoff, Kreisvorsitzender und Potsdam-Mittelmark, sagte ich heute Morgen schon kurz. Ich werde mit dem Leitbild beginnen. Wir müssen ehrlich sagen, das Leitbild wurde weniger breit diskutiert als das erste. Die eigentlich meines Erachtens nach schöne und wichtige Aufgabe der Fortschreibung des Leitbildes ist für alle Beteiligten zu einer lästigen Pflicht geworden, weil der Prozess an vielen Stellen ins Stocken geraten ist. An der Stelle, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, auch manche Allergen haben sich nur oberflächlich damit befasst und dann auch nur zu ihrem Teil. Wichtige Punkte dieses Leitbildes wurden erst in den letzten Tagen und Wochen tatsächlich intensiver diskutiert und dann auch besprochen. Einige Anträge wurden ja dann doch noch gestellt und im Endeffekt wird, glaube ich, noch etwas Gutes rauskommen, aber da hätte der Prozess besser laufen können. Und damit bin ich bei meinem Thema, nämlich bei Strukturen. So, Helmut Scholz hat vorhin gefragt, wissen wir genug über Europa? Ich habe manchmal das Gefühl, wir wissen auch nicht mal genug über Brandenburg. Wir wissen auch nicht einmal genau wirklich, was unsere Genossinnen und Genossen tun, auch unsere Genossinnen und Genossen Minister. So, ich weiß einfach persönlich oft nicht, warum unsere Ministerinnen und Minister entscheiden, wie sie entscheiden. Ich unterstelle Ihnen ja nicht, dass Sie es aus Jux und Dollerei getan haben oder dass Sie das nicht sich gut überlegt hatten, dass Sie damit nicht unsere Ziele verfolgen möchten, aber ich weiß es oft nicht. Ich weiß oft nicht um die genauen Sachzwänge, denen Sie unterworfen sind, um die Möglichkeiten und Grenzen, die Sie haben. Ich denke, da müssten wir uns überlegen, wie wir Entscheidungen nicht nur transparent machen, sondern wie wir Entscheidungen auch kommunizieren. Da, glaube ich, könnten wir alle noch uns an die eigene Nase fassen, können wir alle überlegen, wie kann das besser funktionieren. Auch, ich sage mal, eingefahrene Strukturen, wie beispielsweise die Regionalkonferenzen, muss man sich überlegen. Zum Teil funktionieren sie, zum Teil sind sie einfach sehr schlecht besucht. So in Potsdam und drumherum, naja, da sitzen halt größtenteils unsere Ministerinnen und Minister, viele von ihren Mitarbeitern, viele Landtagsabgeordnete und vielleicht noch irgendwie Kreisvorsitzende und ein paar Kreisvorstände, vielleicht noch mal einzelne Basismitglieder, aber doch kaum noch Sympathisanten, geschweige denn irgendwie eine Form von außerparteilicher Öffentlichkeit. Auch, und das kann ich persönlich nicht beurteilen, ich wurde aber aus meinem Kreis gebeten, es mitzunehmen, auch die aktuelle Verfasstheit des Landesausschusses ist offensichtlich so, dass man sich überlegen müsste, ob da nicht mehr passieren könnte. Mir wurde zugetragen, auch dort sind viele Debatten oberflächlich, auch dort könnte man mehr rausholen aus den Chancen, die man hat. Im Allgemeinen glaube ich, wir müssen viele Strukturen auf den Prüfstand stellen. Wir müssen uns für den Umbau unserer Partei rüsten. Es ist doch illusorisch zu glauben, dass wir in 5 Jahren noch über die gleichen Strukturen und über die gleiche Mitgliederzahl verfügen. Wir werden einfach auf der Fläche weniger Mitglieder haben. So, da können wir noch so viel Mitgliederwerbung betreiben. Wir müssen uns überlegen, wie gehen wir damit um. Und einer kleiner werdenden Partei muss mehr Kompetenz auf weniger Schultern verteilt werden. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir intensivere Bildungsprogramme brauchen, sowohl inhaltlich, wissen wir etwas über Europa, wissen wir etwas über Brandenburg, als aber auch methodisch. So. Ich hatte auf meiner letzten Kreisvorstandssitzung die Situation, dass wir gefragt haben, wer könnte mein Geschäftsführer und mich bei Pressearbeit unterstützen. Da gab es betretenes Schweigen in der Runde, meldete sich dann ein Genosse und sagte, naja, ich würde euch gern helfen, aber ich habe keine Ahnung wie. So, dann habe ich gesagt, natürlich, okay, könnte ich einarbeiten, aber ich denke, die Politikmanagement-Kurse, die es gibt, sind ein sehr guter Anfang, sind aber auch ein in sich recht festgezurrtes Format, gehen über 6 Wochenenden jetzt der kleinere Politikmanagement-Kurs oder der größere über insgesamt 15 Termine. Ich denke, da müssen wir auch kleinere Angebote, Tagesangebote schaffen, auch oft kommunizieren, ob es diese Angebote vielleicht zum Teil schon gibt, die Angebote dezentral anbieten. Und ich glaube, wir sollten einfach versuchen, da tatsächlich unsere Mitglieder, und mögen sie auch keine höheren Positionen anstreben, mögen sie einfach in ihrem Ortsverband zufrieden sein und ihre gute Arbeit weitermachen wollen, sie aber auch dazu zu befähigen, dass sie ihre Arbeit auch
schaffen, nach außen zu transportieren, zu kommunizieren, warum sie das tun und eben entsprechend damit auch wieder zu Erfolgen zu kommen und damit hoffentlich in ein paar Jahren doch nicht vor dem Problem zu stehen, dass wir weniger Mitglieder werden. Vielen Dank.